Ich grüße euch. Einen schönen guten Abend. Ich dachte, weil wir bald Halloween haben, passend ein Halloween-Pullover habe ich angezogen vom Moviepark. Da steht Halloween Horror Nights drauf. Horror Festival, okay. 2018, das ist ein schöner Pullover. Aber ich mag den, wie gesagt, den Halloween-Fan. Ich liebe Moviepark Halloween. Ich wollte ein Video machen heute mal zu Wrong Turn Nummer 5, Bloodlines. Ich habe ja schon Videos gemacht zu Teil 1, 2, 3 und 4. Und jetzt kommt logischerweise der fünfte Teil. Und der Film mit in sich, finde ich mal sagen. Der ist seit der, im Jahr 2020 ist der von indiziert von A nach B gewandert. Das heißt, er ist beschlagnahmt worden, weil der Film echt eine Nummer heftig ist. Ist der brutalste Film der Reihe. Sehr viele brutale Kills drin. Also kann man echt sagen, der ist schon ein Hausnummer für sich, der Film. Die Story in dem Film ist so gesehen, dass es fortgesetzt wird von Teil 4. Die drei Brüder, wie gesagt, Three Fingers, One Eye und der, wir sagen jetzt noch, wie einer heißt. Der heißt, Moment, ich kann sofort sagen. Der heißt, genau. Sawtot, genau, Sawtot, ist die drei jetzt zusammen sind, einen Verwandten getroffen haben, der ein Serienmörder ist und die drei dann ihr Unwesen treiben in einer Stadt, wo so ein Festival zu einem Massaker stattfindet. Und die drei, wie gesagt, die machen da die Stadt aufräumen, der Serienverwandte von dem wird gefangen genommen, gefangen gehalten im Gefängnis von einer weiblichen Sheriff, sagt man das, weiblicher Sheriff festgehalten und im Gefängnis drin und die drei wollen ihn befreien. Gleich sind sie mehrere Teenager da. Ich fand das gefeiert. Eine Szene war richtig geil in dem Film gewesen. Das war die Anfangsszene, wie der Typ, der Serienmörder da gefangen genommen wird. Das ist so, dass er mehr Jugendliche, also der Film fängt ein bisschen verwirrend an. Ist ein bisschen, kann man sagen, weil der Zuschauer geprankt war. Dachte, wäre eine Szene von den drei Mördern. Ist aber so andere Typen, so ein Scherzverlass sein. Mit Anfang des Films geprankt. Aber es geht natürlich weiter. Und zwar, der Serienmörder wird von einer Gruppe Teenagern angefahren. Dieser eine Serienmörder, Verwandte von den drei Mutanten. Nicht auf der Straße, nicht angefahren, so klein angefahren man wäre, der verunglückt der andere Wagen. Dann liegt er auf dem Boden. Die Jugendlichen gucken, was der macht. Dann zieht er ein Messer, wollte einen so aufschlitzen. Was machen die? Normalerweise, Horrorfilm ist gefeiert, richtig. In meinem Horrorfilm ist das so. Was machen die Leute? Weglaufen. Er hat ein Messer, laufen weg. Aber nein, es sind drei Jungs, die auf den eintreten, weil er ein Messer hat, auf dem Boden liegt. Ich habe es gefeiert, diese Szene, weil das irgendwie passend gewesen ist. Er hat ein Messer gehabt, dann haben die mit Waffen dann auf ihn eingetreten, aus diesem Grund, weil der ja den einen umbringen wollte, verletzen wollte. Dann kommt der Sheriff und die Szene wird ein bisschen sag mal, zu entspannt gewesen, der wird mitgenommen, der Serienkiller verhaftet. Das ist der Anfangsstory von Stims. Ich fand aber in den ganzen Filmen die Kills sehr brutal. Also, ich habe selten einen Film gesehen, der so heftig gewesen ist. Da werden einem zum Beispiel die Ohren abgeschnitten, man kann das sehen richtig zum Beispiel. Aber der Film, wie gesagt, hat die erste, ich sage jetzt, der erste Teil davon ist mehr auf Spannung, Story, gute Make-up gemacht, also gute Maske gemacht. Ich fand bei Teil 5 und bei 4 und 3 nicht so die Maske so hervorragend wie bei 1. Bei 1 hat man gemerkt, die ganzen Masken der Mutanten, die haben sich Mühe gegeben, die wollten was erreichen und viele Masken gemacht. Die haben, bei dem Make-off kann man sehen, bei der DVD, dass die dann gesessen haben, geschminkt worden sind, die Masken gemacht worden sind. Das war in Teil 1 besser. Ich fand Teil 1 ein bisschen bedrohlicher, weil man die Mutanten weniger gesehen hat und Teil 5, wenn man da richtig überschwemmt von dem, wie die aussehen. Und die Maske ist nicht so gut wie Teil 1, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Ist schlechter gemacht worden ein bisschen. Vielleicht liebloser gemacht, keine Ahnung, kommt es ein bisschen rüber. So, Teil 1 hat es ein bisschen besser gemacht, realistischer gemacht. Aber es sind auch viele Gags drin bei Teil 5 und die Morde waren schon extreme Kills, wie gesagt. Das ist ein Slasher schon von der Hausnummer her. Eine Hausnummer für sich schon, also Teil 5, finde ich mal. Und was ich sagen wollte, war schon echt heftige Szenen gewesen. Einer irgendwie so festgebunden, hauen die mit Hammer auf die Beine drauf irgendwie. Das war schon sehr heftig gewesen, weil im Film liegen die Kannibalen es mehr auf andere Leute zu foltern als zu töten, kann man sagen. Einer wird im Bauch aufgeschnitten und wird in die Gedärme von der irgendwie, die aufgeschnitten wurde, ist in den Mund gestopft von Three Fingers und so. Das waren schon echt heftige Szenen in dem Film. Oder auch so ein Rasenmäher, so ein großer Rasenmäher, da wird einer irgendwie von denen vorher überwältigt, dann eingebuddelt, einer an der Kette festgemacht, dann fallen die mit dem Rasenmäher, der eine, der eingebuddelt ist, über den drüber den Kopf und anderen fahren sie dann auch drüber, der an der Kette gewesen ist. Das war schon echt Hausnummer heftig, finde ich, wie gesagt. Also der Film war schon extreme Brutalität, finde ich. Aber ich will ihn eigentlich gesehen, auch gesehen haben, was davor noch nicht bestärkt gewesen ist. Aber der Film bleibt im Kopf hängen, weil er so viele Szenen hat, die echt brutal sind, finde ich. Also der Film ist echt eine Hausnummer für sich. Ich glaube, der Film, wie gesagt, der ist der letzte der Reihe. Für mich persönlich jetzt, Teil 6 habe ich nicht angetan. Den habe ich angetan. Ich habe es gelesen, Teil 6, der ist nicht so toll. Die Story ist irgendwie so, irgendwie eine Story gemacht, weil gleich da reinpasst in der Storyline der Serie, kann man sagen. Teil 7 ist dann noch schlechter gewesen. Das war ein ganz anderes Thema, verfehlt, Note 6. Für mich ist Teil 5 der Abschluss der Reihe. Ein brutalster Abschluss, weil man die Filme guckt. Erster Film ab 16, zweiter ab 18, dritte 18 initiiert, zweite, vierte 18 initiiert und fünfte beschlagnahmt. Also das ist schon eine Hausnummer für sich. Der war sehr brutal dafür.
Und es gibt ein böses Ende, kann man sagen. Einer wird auch die Augen rausgemacht, dann taucht die wieder am Ende wieder von den dreien und den einen Serienkiller aufgefischt. Der Sheriff wird brutal angezündet und seine Wahl gehabt, sich selbst zu erschießen. Das war, der Film ist, wie gesagt, also, ich fand immer noch den ersten am besten, weil der erste weniger hatte, weniger brutale Szenen. Es kann jetzt keine brutale Szenen, aber die Spannung war besser gewesen. Das kam storymäßig ein bisschen mehr so ein bisschen wie so ein Klassefilm rüber, so ein bisschen so anspruchsvoller Film rüber, mehr aufgemacht auf Spannung, Schauspieler, Story und als bei 5 geht es einfach nur bei Splatter-mäßig alles, was nicht steht bei 10 auf dem Baum ist, wird platt gemacht, wie gesagt. Der Film war schon echt eine Hausnummer für sich, fand ich. Auch teilweise lustig. Lustig heißt also nicht irgendwie jetzt so albern lustig wie bei 3 und bei 4 Anfangsszene oder bei 2 noch peinlicher. Das war so lustige Gags, wo da ein Hotelzimmer sind. Der eine von den Mutanten klopft da an. Da bist du für einer. Der Mutant sagt da, lass mal sprechen. Wenn man nüchtern, lass mal sprechen, macht wieder zu. Kommt der andere Mutant, noch so ein Freak wie du. Was willst du? Bist du behindert und so. Die Sprüche waren schon lustig gewesen, teilweise fand ich. Aber der Film ist ein reiner Splatter-Film, richtiger Hausnummer, wie gesagt. Der Film ist schon echt ein heftiger Horrorstreifen, würde ich sagen. Wie gesagt, er spielt nach Teil 4 spielt er. Teil 4 war Beginnings gewesen, hab ich drüber gemacht, dann kommt bei Teil 5. Und 5, könnte ich sagen, kommt Teil 1. Und nach Teil 1 kommt dann nochmal Teil 3. Interessant, würde ich mal sagen, die Reihenfolge. Teil 2 ist eine eigene Story für sich, würde ich sagen. Aber der Film, wie gesagt, ist Halloween, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich diesen Monat mal ein bisschen mehr Horrorfilme. Auch, wie gesagt, also interessantes Thema, weil Horrorfilme, ich mag Halloween, ich liebe Halloween. Halloween ist cool. Ich feiere Halloween, kann das sehen. Halloween ist einfach nur cool. Deswegen habe ich gedacht, ein Horrorvideo mal passend zu Halloween. Ich habe mir schon überlegt, jetzt ist da bald Halloween, es ist Donnerstag Halloween. Ich mache da noch ein Video zu, ein Horrorvideo. Mein Special, wer das kennen sollte, vor einem Jahr gemacht, da war mein Kanal noch nicht so groß wie heute. Ein bisschen kleiner, glaube ich, habe ich damals irgendwie gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich hatte. Ist ja egal, wie viel ich hatte. Da habe ich noch ein Video gemacht, das war besonders gewesen, habe ich auch so ein bisschen geändert. Ich will nicht spoilern, könnt ihr mal gucken, wie das Video ausgesehen hat. Vielleicht packe ich jetzt nächstes, also jetzt Donnerstag-Video mache, da unter der Beschreibung rein. Aber ihr werdet überrascht sein, Donnerstag, sage ich mal, weil ich Halloween mag und ein entsprechendes Video machen sollte zu einem guten Horrorfilm. Ich habe mir erst gedacht, ich mache das Ranking zu den Wrong-Turn-Film, aber das mache ich dann später. Ich dachte mal, ein Film, der echt Halloween-mäßig gut ist, aber in Halloween kann ich euch empfehlen, guckt euch Wrong-Turn 1, 2, 3, 4, 5 an, dann habt ihr die ganze Nacht zusammen oder geht Party machen oder macht Halloween-Feier oder so, wie gesagt. Aber noch ist kein Halloween, heute ist erstmal der erste Tag, der zweite Tag der Woche. Wir haben Dienstag, also noch 2 Tage bis Donnerstag. Dann sage ich mal, einen schönen Abend noch und bis bald. Ciao!